Hallihallo zum Let's Play Monster Hunter Freedom Unit mit mir, Leviathan 2. Heute ist eine spezielle Quest an der Reihe, da sie, zuerst freigespielt werden musste. Ich könnte jetzt schon die Quest die dringende Quest zur Queststufe 4 in Angriff nehmen. Aber es gibt noch zwei große Monster, die man nicht besiegen müsste, um dann das dringende Monster in Angriff nehmen zu können. Aber ich möchte eins davon zeigen. Ich sag, für den Kushala Layola, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, wäre ich wahrscheinlich noch zu schwach. Zumindest will ich es gar nicht erst probieren. Aber für den Freund, den wir hier haben, sollte es doch ausreichen, da er ist nicht schwach. Aber ich denke, er wird uns einen guten Kampf liefern und, viel Spaß. Hier haben wir ihn, Ian Garuga, die Kriegsveteranenversion des Ian Kutku oder die ernste Variante des Ian Kuku oder ist einfach böse. Wow, er hat beide Ohren intakt. Nett. Soweit ich weiß, kann er verschieden verwundet angetroffen werden, also ein Ohr okay, beide Ohren okay, den Kopf okay oder eben auch angeschlagen. Wie gesagt, in verschiedenen Varianten. Dieser kleine Kerl hier kann nur freigespielt werden, obwohl, bis zu Queststufe 2-3 hat man es vielleicht noch nicht gemacht. Irgendwann wird sich Saber summieren und dann kann man ihn freispielen, sobald man mindestens 10 Ian Kutkuts, egal welcher Farbe, entweder getötet oder eingefangen hat. Deshalb musste ich Kutkuts farmen, töten, wie auch immer, um euch diesen kleinen schwarzen Raben zu zeigen, der meiner Meinung nach der Liebling der Vogelwahl von Rasse ist. Er gefällt mir im Allgemeinen sehr gut. Man trifft als Anfänger auf den Ian Kutkut und der Ian Kutkut ist auch so gestaltet, dass man ihn eigentlich nicht ernst nimmt. Meiner Meinung nach. Und hier haben wir etwas, das wie ein Ian Kuku wirkt. Jedoch ist das Ding hier alles andere als nicht ernst zu nehmen. Ja, Schweif abgetrennt, das war das Ziel. Mal vorerst. Denn so haben wir wieder ein bisschen besseren Spielplatz. Wie gesagt, der hier ist wirklich eine unangenehmere Version. Der Schwanz ist giftig, die Feuerballe gehen nicht mehr wie ein Mörser von ihren Kutkut weg, sondern eher wie eine Bazooka-Rakete hier. Außerdem kann er etwas für ein Monster doch recht Ungewöhnliches, nämlich einen es ist für ein Monster nicht ungewöhnlich, dass sie schreien können. Nein, das Ungewöhnliche hier ist, sein Schrei ist so kurz
dass er die Möglichkeit besitzen würde, ja, jetzt haben wir ihn den Schnabel zerlegt und in die falsche Richtung gesprungen. Nein, sein Schrei ist so kurz, dass wir uns gar nicht erholen können, bis er den zum nächsten Schlag ansetzt. Hat er bis jetzt noch nicht gemacht, kann es aber auch geben. Also er ist wirklich eine, ja, sicher größere Herausforderung als ein Ian Kuku. Ich mag ihn. Ja, dieser Rückwärtssalto wäre umso gefährlicher, wenn er noch seinen Schweif hätte, der uns damit dann böse vergiften könnte. Gab sogar, glaube ich, auch eine Version vorhin, die, wenn sie einen Rückwärtssalto gemacht hat, dann eine Giftwolke zurückließ. Weiß jetzt aber gleich gar nicht mehr in welcher Version. Vielleicht auch Frontier. Grundsätzlich bleibt, bis auf ein paar Änderungen, die Strategie ähnlich wie bei einem Kut-Kut. Das heißt, dass man eigentlich gut zwischen seinen beiden angreifen kann. Einfach auf die, falls er wütend wird, aufpassen. Ebenfalls, wenn er den zum Rückwärtssalto anlegt, sollte man zwischen seinen beiden verschwinden. Aber grundsätzlich angenehm zum Angreifen. Ich denke nicht, dass er allzu große Probleme darstellen wird. Ich bin ja doch einigermaßen gut ausgerüstet in den Kampf gekommen. Aber sicher eine Show wird. Ja, jetzt haben wir ihm ein Ohr verletzt. Ich glaube, das kann man auch zweimal machen. Dann haben wir ihn nachher absolut gebrochen. Und ja. Das ist... Er gehört für mich eindeutig unter die Kategorie Dinge, die ich nicht in der Nacht treffen will. Ich weiß noch das erste Mal, als ich noch Anfänger war, gegen ihn kämpfen konnte. Ich war verwundert, warum auf einmal die Quest eine Quest verfügbar war, die vorher nicht verfügbar war. Hab mich dann an Ian Garuga gemacht, hatte schon einen Bericht von ihm gekauft. Hatte also schon von ihm gehört. Und ja, er hat mich getötet. Wieso? Weil ich ihn, naja, eher in die Liga eines, obwohl des hohen Kopfgeldes, das er auf ihn hat, habe ich ihn eher in die Liga eines Ian Kutkuts gesteckt, und das war mein Untergang. Er ist eindeutig ein Gegner, der, wenn man ihn nicht ernst nimmt, also in der Form, wie man einen Kut-Kut nicht ernst nimmt, kann er wirklich problematisch sein. Wenn man ihn aber richtig angibt, sollte er, wie alle Monster, mit der richtigen Strategie gut down gehen. Ist jetzt. Die Musik klingt so, als wäre hier ein Monster. Ah. Okay. Merkwürdig. Ist jetzt so schnell weitergegangen. Jetzt wäre doch die Hellseherei vom Puzzle wieder angenehm. Aber okay, nein, wir brauchen sie nicht. Da ist er ja. Ich habe ja genug, eigentlich schon zu viele. Ja. Jetzt wissen wir wenigstens immer, wo er ist. Und können ihm. Ja, dieser Schrei. Okay, wenn er nicht wütend ist. Ich glaube, das war ein Velociprey, der das geschlucken musste. Dann sollte er einen nicht wirklich treffen. Ja, er schreit auch, wenn er Rückwärtsflug macht. Finde ich jetzt nicht so das Problem. Rathalos ist in der Weise unfairer.
Aber auch dazu später. Ja, was ist eigentlich Irangaruga? Für mich ist Irangaruga wie so ein Mix zwischen einem Irankutku und einem Rathian. Also hauptsächlich wegen den Feuerbällen und des Rückwärtssaltos. Sonst doch eher ein Kuckuck-mäßig. Aber ich denke, am besten trifft es, wenn man sagt, dass Irangaruga ist. Irangaruga. Haha. Hast du davon Velocipre? Wieder ein bisschen Leben zu sich nehmen. Für das haben wir sie ja mitgenommen. Ja. Mit vielen kleinen Monstern wird ein Kampf in Monster Hunter manchmal doch recht chaotisch. Dann, wir standen ihm zu nahe, als dass uns treffen kann. Die Velocipres fliegen hier nur so rum. Es regnet sie quasi. Naja. Komm hier, ich will dich doch nur tot sehen. Natürlich. Irangaruga hat um einiges mehr Leben als Iankuku, der einsame schwarze Garuga. Aber jetzt weiß ich nicht, habe ich ihm das zweite Ohr auch abgebrochen oder ist es zurückgeklappt? Da ich keine Gebrochenheitsanimation gesehen habe, könnte ich auch davon ausgehen, dass es zurückgeklappt ist. Ich hoffe es zumindest. Da könnten wir diesen Kampf auch noch in einem Part unterbringen. Feuerball. Ja, nur einer. Wenn er drei Feuerbälle spuckt, ist es immer angenehm, weil man dann genug Zeit hat, um ihn von der Seite mit Schlägen einzudecken. Genau die gleiche Hackattacke wie Ian Kuckut. Jetzt haben wir ihm erst die Ohren gebrochen. Also heißt das, er müsste eigentlich wenig Leben haben. Umso besser für mich. Dann sehen wir vielleicht bald das Ende dieser Quest. Och, komm. Ich will nicht. Jetzt geht's darum, wer zuerst stirbt. Ich bin zuerst gestorben. Ja, mein Fehler. Viel zu offensiv am Schluss. Hab gehofft, ich könnte ihn noch down kriegen, bevor das passiert. Naja. Er ist sein Kopfgeld wert. Und auf ein neues. Meine Lebensanzeige wie immer ein bisschen länger als normal. Sollte funktionieren. Ja, meine Ausdaueranzeige dafür nicht, ist klar. Komm. Wir wollen den Raben tot sehen. Oder den Wolf. Oder mit welchem Tier man ihn jetzt auch immer symbolisieren mag. Er ist wieder wütend. Mir im Weg ist ein Konga, das ich nicht ausweichen kann. Passt doch. Wäre jetzt peinlich, wenn ich noch ein zweites Mal sterben würde. Zum Glück hat mich der Furz nicht getroffen. Sonst hätten wir wirklich ein Problem. Nicht auf mich. Ach komm. Und jetzt bin ich wahrscheinlich auch noch. Oh nein, ich bin nicht mal ohnmächtig. Ich gleich gesagt, wäre sonst wirklich scheiße. Ja, wir wollen es nicht riskieren. Also das Spiel will ich so aber auch nicht weiterspielen. So aber auch nicht. Ja, man merkt schon, Irangaruga, wenn er wütend ist, wirklich schnell.
Und ich frage mich immer noch, war der wirklich geschwächt vorhin? Denn er übersteht doch immer noch viele Schläge. Der Yangaruga ist ja auch ein Gegner, den ich gerne... Ah, tot, endlich. Ich wollte gerade sagen, den ich gerne, wenn ich weiß, dass er verwundet ist, dann lasse ich ihn einfach in Ruhe und warte, bis er schlafen geht. Aber hat sich wohl geklärt. Unsere Zeit beträgt... Ja, wird wahrscheinlich wieder ein Zweipartiger. Hoffentlich nicht. Wir sehen uns dann in der dringenden Quest der Stufe 4. Bis zum nächsten Mal, euer Leviathan 2.